Beim musikalischen Abschlussfest des TT Wandercups beim Kraftwerk Kütei lacht wieder die Sonne und entsprechend positiv kann Hausherr Bruno Wallnöfner eine Bilanz des Ausflugstages ziehen. Ganz ausgezeichnet. Es war wieder ein wunderschöner Wandercup der TT-Leserfamilie mit über 800 Teilnehmern. Sonne und Regen, gute Stimmung hier in einer der schönsten Talschaften, der schönsten Standorte in Tirol, hier im Kütei, zeichnet sich durch drei besondere Eigenschaften aus. Wunderschöne Landschaft und Naturraum, ein starker, prosperierender Tourismusraum und ein traditioneller Standort für saubere Stromerzeugung aus heimischer Wasserkraft. Und hier im Kütei sieht man diese drei wichtigen Interessen: Landschaft, Natur, Fremdenverkehr, Wasserkraftnutzung können nicht nur nebeneinander, sondern miteinander gut in die Zukunft gehen, ergänzen einander. Es ist eine gute Stimmung bei den Menschen, in der Tourismuswirtschaft, und es wird der maßvolle Ausbau, die Ergänzung der Speichergruppe Kütei um einen weiteren Speicher, sehr vorsichtig in die Landschaft eingebettet, nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern unterstützt. Und wie soll es mir hier gehen als ganz ausgezeichnet im Kütei? Startpunkt für die TT Wandercup Fangemeinde ist bei der Talstation der Dreiseenbahn. Das ungemütliche Wetter hat auch von den Organisatoren eine Neuplanung verlangt. Ja, den Weg haben wir angepasst, da sind wir immer ein bisschen auf Nadeln, aber es findet ja immer eine Woche vor dem jeweiligen Wandercup findet eine Endbesprechung statt, beziehungsweise auch zwei Tage vorher, wenn es irgendwo schneit oder was, dass wir sofort einen Plan B haben und die Routen abändern oder abschwächen, je nachdem wie die Witterung das halt voraussetzt. Die Dreiseenhütte auf über 2300 Metern präsentiert sich den Wanderern noch im leichten Schneefall, während wenig später von der anderen Talseite der Blick auf das besondere Panorama immer besser wird. Kütei präsentiert sich als Wandergebiet der Extraklasse. Das ist sicher ein besonderes Ereignis und vor allem haben die Leute gesehen, dass bei nicht idealen Bedingungen, wie wunderschön das ist, da kann man sich vorstellen, wie schön das ist, wenn es wirklich, wenn die Almrasen blühen, schönes Wetter ist, und das sei damit ein Aufruf, Leuteln, kommt sein nach Kette. Schaut euch das bei idealen Bedingungen an. Nachdem der Ort Kütei selbst bereits über 2000 Meter Seehöhe liegt, ist man dank der Bergbahnen rasch im hochalpinen Gelände. Ja, wir sind auch sehr gut erreichbar. Wir stehen ja mittendrin, also 35 Kilometer von Innsbruck entfernt, eine gute halbe Stunde. Man ist mitten auf 2000 Meter, kann da die Höhenwanderungen beginnen und es ist einfach eine Top-Lage. Auch von der Ötzer Seite hinauf vom Oberland sind wir sehr zentral in Tirol gelegen. Das nächste Highlight für die große TT-Wandercup-Familie steht bereits bevor. Der nächste Wandercup ist bereits am 1. August in Gerlos und wir machen den sogar zweitägig, wer also Lust und Liebe hat, schon einen Tag früher hineinzufahren, kann zwei Tage wandern. Unser Wanderführer Herbert Degenhardt ist auch schon einen Tag früher drinnen und macht eine eigene Wanderroute mit den ganz fanatischen, wenn ich so sagen darf, Bergsteigern. Immerhin sind es immer 70, 80, die also einen Tag früher reinfahren, können sich bei Alp-Events melden und wir werden dann die Zimmer organisieren und da die Halbpension. Alle Informationen zum TT Wandercup finden Sie im Internet unter www.tt.com und unter www.alpevents.com.